Hallo? Naja, wir werden mal sehen. Vielleicht geht's aus, wenn wir sie gekillt haben. So, das bedeutet, wir müssen die jetzt mal suchen. Wir gehen jetzt hier einfach vor. Ach, da stehen sie doch schon. Bad Wiesel. Hallo, Bad Wiesel. Guck mal, da gibt's Elche. Wir werden uns mal da hinten hin begeben, glaube ich. Und F8, was ist F8? Hallo? Was macht das F8? Ach, das könnte natürlich was Passives sein. Was ist das hier unten? Kombo-Attacke. Wenn wir das mal hier vorne in die 1 legen und dann mal gucken. Ausweichrolle, naja, Ausweichrolle brauchen wir erstmal nicht, glaube ich. Aber Kombo-Attacke. Wir gehen mal dahin. Wir sind ja noch Level 1. Und dann müssen wir mal töten. Hi, Baby. Wow, schnieke siehst du aus. Hä? Geht das nicht? Ach, jetzt weiß ich warum. Alter Schwede, die sind aber nicht so einfach klein zu kriegen. Ich habe hier das, glaube ich, anders gemacht. Das war linker Klick und rechter Klick. Ich konnte das gar nicht so lesen, so klein ist das. Habt ihr was fallen lassen, Baby? Dann gehen wir da hin, dann kommen die anderen nicht so auf mich zu. So. Ich habe noch gar keinen Skill, das heißt, wir hauen den immer so lange, bis er ops ist. Und wenn wir verwundet sind, können wir uns irgendwo auf zum Aufsammeln F drücken. Das ist da was. Was haben wir denn gesammelt? Hallo? Nur Gold wahrscheinlich. Ihr habt den Fortschritt unbekanntes Terrain errungen. Okay. Ah, jetzt da war was. So schild mal. Glücksschachtel, ungewöhnlicher Spieldienst. Öffnet sie mit dem Glücksschlüssel. Enthält verschiedene Gebrauchsgüter. Mächtiger Trank der Jagd, Apotheker, Farbstoff, Alka-Hest, Schriftrolle der Verwandlung, Seelenbindung und Edelsteine. Eieiei. Es kann kompliziert werden. Es muss aber nicht kompliziert werden. Okay. Dann machen wir das wieder zu, das Ding. Wir müssen noch... Oh, was haben wir hier? Was ist das? Das kriegen wir hoffentlich auch noch erklärt. Ich muss mal den... Ah, der Baum sieht geil aus irgendwie, ne? Den hab ich aber... Jetzt habe ich den platt gemacht. Komm, wir hauen dich mal ein bisschen in die Extremitäten. Glückwunsch, ihr habt eine Stufe 2 erreicht. Jawohl. Stufe 2 ist erreicht. Das bedeutet, hier müssen wir wieder was aufheben. Also das hätte ich mir auch gewünscht, dass es nicht unbedingt mit F wäre. Aber ist ja, man kann es sich ja nicht aussuchen. So. Stufe 2, wir haben 3 von 4. Das sieht man hier rechts ganz gut. Das haben sie gut gemacht. Wie aber eigentlich auch in jedem Spiel das halt so ist. Ich finde, dass die Farben manchmal ein bisschen, ja, so sind, dass man es nicht wirklich so lesen kann, ab und zu. Ja, sops. Da, die Kohle noch, die Kohle, die Kohle. So, nicht mehr da. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach wieder zurück, geben das ab. Und irgendwann müssen die mir nochmal erzählen, ist aber nicht aggro, oder? Spürt die Macht doch des Kerns. Ah, die Monster sind schon cool, das gefällt mir eigentlich ein bisschen. Ja, ich stehe ja so auf so Monster und so Kram. So, dann wollen wir mal gucken. Die heutige bewiesenen Fertigkeiten erfüllen alle Anwesenden mit Hoffnung. Die Taten von Rugi verleihen müden Streitern neue Kräfte, aber sie werfen auch neue Fragen auf. Was denn für neue Fragen, Baby? Was für neue Fragen? Wir sollten eigentlich noch in dieses Lager gehen.
Aber sie hat hier schon wieder einen Quest. Schauen wir doch mal, was wir machen sollen. Es gibt da jemanden, der eine Menge über Chilidus weiß. Dulari, ein Forscher und ein Freund. Sammelt auf eurem Weg zu Dularis Lager im Süden Proben von euren Gegnern ein. Greift von der Seite oder von hinten an. Aber bleibt stets in Bewegung. Mit einem verärgerten Chilidu ist nicht zu spaßen. Da gibt's wieder Kohle und natürlich 600 EP. Sehr schön. Ding, ding, ding. Wollen wir mal schauen, ob wir in irgendeiner Art und Weise mal hier was machen können. Handwerk. Eieieiei. Ich habe jetzt J gedrückt, dann kam hier dieses gar lustige Interface. Wie war denn das letztens? Profil. Können wir hier selber was vergeben? Nein, wir können uns quasi nicht selber skillen. Dann läuft die ganze Geschichte über die normalen Skills, oder was? Sehe ich das jetzt richtig? Das wäre natürlich... Das wäre natürlich eine komische Sache. Aber auf jeden Fall hat er die Schuhe schon angezogen und die Chest hat er auch schon angezogen. Gucken wir mal, ob die kaputt gehen, aber das sieht auch nicht so aus. Okay, also. Deswegen haben wir nämlich auch noch nichts im Inventar, ne? Wie man sehen kann. Oder doch? Baumstutzer Arbeitsstiefel. Für Stufe 3 oder höher. Zwillingsschwerter im Standardausrüstung Parthelion. Für Zauberer. Wollen wir nicht. Seid ihr bereit? Okay. So, gut, gut. Dann gehen wir doch einfach mal dahin. Ich stehe da. Achtet auf euren Gegner. Wenn er rot wird, ist er wütend. Er ist dann schneller und stärker als normal, aber auch anfälliger für Gegenangriffe. Er kommt leicht aus dem Gleichgewicht und dann könnt ihr mit dem Rest geben. Ah, das ist auch lustig so gemacht hier. Dieses Kampfsystem gefällt mir. Narok sind normalerweise recht zahm, werden aber bei der kleinsten magischen Unregelmäßigkeit verdammt launenhaft. Ihr müsst mehrere Naroks töten und ihre Felle zu Helia in Dularis Lager liefern. Denkt ihr, ihr kriegt das hin? Naroks sind ein bisschen zäher als Chilidus. Na logo! Ja, ich würde ja gerne hier jetzt, gell? Wenn ich jetzt ehrlich bin, die komischen Dinger da wieder abmachen. So. Da ist er. Ja, die sind auch hier irgendwo. Okay, da machen wir das mal. Das ist ja echt... Also man klopft halt viel in solchen Spielen, ne? Freundlicher Terror, friedlicher Terror. Na, rups. Ah, hier. Die Elche. Cool sehen die aus, ha? Die hat Angst. Eieieiei, der hat mich gehauen. Hey, weg. Au! Moment, der haut mich. Oh, hier, Popsstechen. Jetzt haben wir ihn im Gegenangriff fast weggeplacht. Eieiei. Ach, ich drücke immer die falsche Taste hier. Ich will doch nur aufsammeln. Das ist, also das nervt mit dem Aufsammeln hier, ehrlich. So, wie viel Nahrungs müssen wir denn töten? Jagt die Nahrungs in den zeitlosen Wäldern und sammelt ihre Häute. Ah, Chilidogs müssen wir auch nochmal killen hier. Ah, Chilidogs. Was sind das hier eigentlich für lustige Dinger? Friedlicher Taron. Oh, mal hier noch so ein Bubi hier. Ah, hüpf! Na, ich hab noch. Ich treffe den nicht. Jetzt ist er hops gegangen. Jetzt ist er umgefallen. So, da hinten ist ein Nauk. Das ist ein komischer Name, ne? Wer sich das immer einfallen lässt. Oder gibt's da, meint ihr, dass das da Generator gibt? Meinst du, da gibt's Generator? Wo die sagen, hey, da mit dem Generator machen wir uns mal einfach ein paar Namen, lustige.
Und fertig ist er dann. Junge, Junge, die werden schon die Luzi ab. Wollen wir uns nach oder wollen wir erstmal den Bernchen nehmen? Das kann ich momentan nicht benutzen, hat er gesagt. Dann stirb doch einfach. So, hier Onkel Naruk nehmen wir auf. Die waren ein bisschen aua hier, die Dinger. Komm her. Ne, jetzt hat er mich erwischt ein bisschen. Ist er hops oder ist er hops? Er ist hops. Ach, ich bin immer so aufgeregt. Der muss immer ganz tot sein. Wollen wir noch 30 Mal draufhauen. Lustig, gell? So. Ja, es ist natürlich ein bisschen mit Klopfen. Hat das schon was zu tun hier. Aber bisher sieht das sehr gut aus. Es ist nicht so ganz flüssig, wie ich mir das wünschen würde. Aber ich denke, das kriegt man noch raus, woran das liegt. Ich habe auf jeden Fall wieder ein Quest fertig gemacht. Dann müssen wir aber noch hier Chili Dogs machen. Chili Dogs. Heißt der Chili Dogs? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall will er uns immer mit seinem Gemächt erschlagen. Deswegen soll man da auf die Extremitäten Acht geben. Und da ich eine Frau bin, will ich das ja nun gleich gar nicht, ne? Da stehe ich überhaupt nicht drauf. So, einen machen wir noch. Und dann haben wir auch schon wieder Level. Machen wir den ein bisschen. Ui, ui, Attacke. So, haben wir das auch geklärt. Schauen wir noch mal in unserem Inventar, was wir alles Schönes haben. Hui! Guck mal. Scharansteinrune. Geeignet zur Waffenherstellung. Kinder und Glücksspieler sammeln Runenkarten zum Spielen. Bei Kastanik Runenkarten. Oh, schweres Wort. Niedrigste der 5 geringen Runen von Schara. Okay. Hier haben wir eine neue Stufe. Gegenstand Stufe 5. Verteidigung 10. Gleichgewichtsmodifizierung 4. Ziehen wir doch an. Zack, da haben wir die angezogen. So, mit Rechtsklick kann man die anziehen. Oh hier, die Spawn ist auch schön. Was haben wir denn hier? Talisman des Ansturms. Benutzt diesen Talisman in der Nähe eines Lagerfeuers, um einen zufälligen Angriffseffekt auszulösen, der von eurer Ausdauer abhängt. Ah, okay. Lektion Alchemie-Extraktion erste Ordnung. Erwerbbar. Lehrt die Extraktion von Alchemie-Materialien aus Ausrüstung der ersten Ordnung. Alchemie-Extraktion hat nun die Stufe 1. Siehst du, das haben wir jetzt schon gelernt. Weil wir einfach mit Rechtsklick das Ding angeklickert haben. Was haben wir hier noch? Sonnenstrahl für Mystiker. Das brauchen wir nicht, das werden wir wahrscheinlich verkaufen. Können wir eigentlich alles verkaufen, ja. Also, das gibt's Dinger hier. Alles, was rot ist, kann weg. Für Mystiker. Für Bogenschützen. Stufe 3 oder höher. Den haben wir aber schon. Für Zauberer. Also das da oben, das können wir alles wegbolzen. So, was müssen wir denn machen? Auf der Suche nach Chili Dux. Bringt die Clown zu Dulari in seinem Lager. Okay. Auf irgendein Deck mal gucken. Wo der hier ist. Wo bin ich denn? Ich bin hier und muss darüber. Okay, dann gehen wir da mal hin. Hier die Bäume und so, das sieht schon cool aus, gell? Finde ich, oder? Was sagt ihr? Geht das schon wieder los, gell? Ich mit mein, das sieht schön aus und das sieht schön aus. Das ist doch da oben das Lager. Wie kommt man da hin?